So, hallo Leute, hier sind Flo Und Passi. von Baltic Sea Gaming. Zuallererst wollen wir uns bedanken bei dem guten Dirty Harry LP, dass wir hier heute unser Gameplay-Commentary hochladen dürfen. Und zuallererst stellt sich der Pascal mal vor. Jo, moin Leute, hier ist Passi, wie Flo das schon gesagt hat. Ich darf mich mal vorstellen, ich bin seit 6 Monaten circa grob geschätzt auf YouTube aktiv, lade gerne meine YouTube-Videos hoch, Quatsch, meine YouTube-Videos sage ich schon, meine Gameplays hoch. Und ja, seit über einem Monat erst bin ich richtiger aktiver Let's Player. Davor war ich Commentator von COD, das relativ erfolgreich, aber ja, vor einem Monat kam mir und Flo natürlich auch der Sinneswandel, dass wir doch eher lieber andere Spiele außer Shooter spielen wollen. Natürlich auch noch Shooter, wie ihr auch seht hier Battlefield, aber ich selber Let's Play zurzeit FIFA 12 und das auch sehr gerne und ab und zu auch mal mit ein paar Freunden. Ich halte das eigentlich alles sehr familiär und nicht zu sehr abgehoben, dass ich das ziemlich alles Ego durchziehen will, sondern ich mache das gerne mit meinen Freunden, habe einfach Spaß an YouTube und wie gesagt, seit einem Monat mache ich das aktiv und also das Let's Playen und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich hier auch meinen Teil dazu beitragen kann, bei Dirty Harry was hochzuladen. Und ich muss noch eine Sache sagen, das Doofe bei mir jetzt ist persönlich, falls ihr Lust habt, natürlich auf unseren Channel geht, müsst ihr ja nicht, ist ja hier kein Zwang, aber wenn ihr mal Bock habt, bei uns zu schauen, dann wird das Doofe gerade sein, dass ich im Moment in der Let's Play Pause bin, wenn mein PC völlig im Arsch ist und ich erst in 2 Monaten einen neuen PC bekomme und dann erst richtig rennen kann. Aber vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, beim Kumpel die ganzen Videos zu rennen. Das wäre echt traumhaft, dass ich dann auch noch ein bisschen was hochladen kann. Aber wir haben auch einen neuen Namen, Baltic Sea Gaming, aber das Ganze wird euch, denke ich mal, Flo jetzt ein bisschen erklären. Natürlich werde ich das tun, aber zuallererst stelle ich mich selber mal vor. Ich bin sozusagen der alte Hase bei Baltic Sea Gaming, denn ich habe schon vor gut 2 Jahren mit dem Let's Play angefangen. Damals war es Black Mirror, ist eher so Adventure-mäßig, also hat nicht so viel mit dem zu tun, was ich jetzt aktuell mache. Dann bin ich irgendwann zu dem damaligen Namen noch Goonify gewechselt und habe dann dort Shooter gemacht, aber hauptsächlich Battlefield. Ich bin nicht so der Call of Duty-Fan, sondern eher Battlefield und eben auch, ja, andere Spiele. Und jetzt haben wir uns aber umbenannt in Baltic Sea Gaming, weil wir einfach den Namen Unify nicht mehr passend fanden und außerdem sind wir halt komplett umgestiegen. Wir haben vorher nur Call of Duty gemacht oder gerade Pascal hat eben Call of Duty Gameplay Commentaries gemacht. Aber das wollten wir nicht mehr machen, weil uns beiden eigentlich in den Sinn gekommen ist, dass Call of Duty total innovationslos ist und es gefällt uns einfach beiden nicht mehr so super. Ich meine, ich spiele zwar immer noch ganz gern MW2 oder jetzt wahrscheinlich auch MW3, aber es sind einfach zu wenig Innovationen und deswegen spielen wir eigentlich beide lieber Battlefield. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, wir benennen uns zurück in Baltic Sea oder wir benennen es um in Baltic Sea Gaming, da wir auch von der Ostsee kommen, halt Baltic Sea ist ja Englisch für Ostsee und aus Rostock, schön an der Küste, da haben wir uns gedacht, wir können uns auch Baltic Sea Gaming nennen. Genau, Und und unser Kanaldesign ist natürlich auch ganz schlicht in blau-weiß-rot gehalten, mit einem schönen Leuchtturm und so weiter. Also es hat uns auch an dieser Stelle ein schönes Dankeschön an The True Soap. Der hat unser Kanaldesign sehr, sehr schick geworden. Aber ich habe Flo unterbrochen, das erzähl weiter. ja, ich wollte noch sagen, was bei uns auf dem Kanal noch so zu erwarten ist von mir jetzt zum Beispiel. Also ich bringe hauptsächlich Battlefield, aber was ganz witzig ist, Pascal hat ja vorher nur Call of Duty gemacht. Und jetzt hat sich das so ein bisschen umgedreht. Also ich mag zwar Battlefield immer noch lieber, aber ich spiele jetzt auf einmal auch ganz gerne Call of Duty und deswegen könnt ihr darauf gefasst sein, dass ich auch wahrscheinlich Call of Duty MW3 spielen werde. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen, aber wahrscheinlich eher so die abgedrehten Modi, irgendwelche Gun Games oder Survival Modi oder sowas, weil das finde ich einfach spannender als irgendwie so ein langweiliges TDM, das kann ja jeder bringen und das sieht man bei den großen Kommentatoren auch einfach viel zu häufig. Ja, jetzt Genau. können wir einmal ganz kurz was zu unseren Plattformen sagen. Sag da du einmal was, Pascal. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr gut, dass ich die PS3 habe und Flo jetzt auch, also von der PS3 auf den PC umgestiegen ist. So kann jeder so von seinen ja, Erfahrungen berichten, weil das doch ein ziemlicher Unterschied ist von Battlefield 3 auf der PS3
zum PC, weil vor allen Dingen, weil jetzt auch hier auf dem PC hier die Geschichte mit Origins und so weiter war. Und ja, erklär uns so einfach mal, Flo, wie du Battlefield 3 spielst, speziell von der PC-Seite aus. Ja, ich stelle jetzt einfach mal am Anfang direkt klar, wie ich das mit Origin finde. Also ich finde das natürlich überhaupt nicht korrekt, was Electronic Arts da macht. Und das ist einfach, es verstößt halt auch gegen deutsches Recht. Aber was die da sagen mit diesem ganzen Kram, ich meine, Electronic Arts gibt offen zu, was sie machen. Die spionieren den Rechner vielleicht aus. Und das machen aber Steam oder so macht das auch. Die sagen es bloß nicht öffentlich. Und so Leute, die jetzt sagen, ja, ich habe so viel gecrackte Spiele drauf, jetzt kann ich mir Battlefield 3 gar nicht kaufen, sonst bemerkt Electronic Arts ja, dass ich irgendwelche gecrackten Spiele drauf habe oder so. Das macht überhaupt nichts, weil die dürfen das gar nicht als Beweismittel verwenden für sowas, weil die dürfen ja nicht sagen, ja, wir haben, als wir mal zufällig den PC durchspioniert haben von jemandem, haben wir zufällig die Dateien entdeckt und ja, der hat heimlich irgendwelche illegalen Spiele, das dürfen die gar nicht. Und deswegen ist die Sache mit Origin für mich persönlich jetzt nicht so schlimm, aber für Leute, die auf Datenschutz sehr viel Wert legen, würde ich dann doch eher die Konsolenversion an die Hand legen. Aber was für mich eher entscheidend ist, sind halt die gameplay-technischen Aspekte von Battlefield 3, wo es halt einen relativ großen Unterschied doch zwischen PC und Konsole gibt. Also vom Grundgefühl ist es, glaube ich, ähnlich. Also ich habe die Beta ja noch auf der PS3 gespielt, also es spielt sich schon relativ ähnlich, aber der große Unterschied ist natürlich, es gibt einen extra Modus auf dem PC und der heißt Conquest Large. Und wie der Name schon sagt, ist Conquest Large mit 64 Spielern und da gibt es dann eben nicht nur drei Kontrollpunkte, das ist halt Eroberung. Man muss Kontrollpunkte erobern und auf der Konsole sind es maximal drei Kontrollpunkte mit maximal 24 Spielern. Und auf dem PC ist es halt doch nochmal ein relativ anderes Gefühl mit 64 Spielern, aber auf diesen Karten mit den 5 Kontrollpunkten verteilt sich es schon recht ordentlich. Also es ist nicht so ein Gemetzel, dass man spawnt und dann nach 3 Sekunden sofort wieder tot ist. Also mir macht sehr viel Spaß und ich habe persönlich erwartet, dass sie die Konsolenversion schlechter machen. Aber sie ist wohl doch ziemlich gut geworden und da finde ich, das hat DICE sehr, sehr gut hingekriegt. Und du kannst ja, Pascal kann jetzt mal seine Eindrücke schildern, wie er jetzt die PS3-Version gefunden hat, die du ja vor ein paar Tagen bekommen hast. Ja, genau. Ich habe mir Battlefield jetzt erst vor ein paar Tagen gekauft. Und ich muss erstmal da sagen, dass mit dem PC, also mit Origins und so weiter, ich habe mich da jetzt nicht so mit auseinandergesetzt, weil ich ja nur mal die PS3 habe, aber ich finde das eine richtige Sauerei. Also ich würde mich extremst doll drüber aufregen, wenn ich einen PC hätte und gerne Battlefield spielen würde. Ich weiß nicht, ob ich mir dann das holen würde, aber wie du schon gesagt hast, selbst bei Steam und so weiter, wenn sie das, denke ich mal, auch bloß, wenn sie es halt nicht öffentlich sagen, es ist halt nicht egal. Ich meine, es ist immerhin etwas, dass sie das immerhin öffentlich zugeben, wie auch immer. Ich will auf jeden Fall auf PS3 nochmal eingehen. Wie du ja schon sagtest, hat die PS3 nur 24 Spieler, wobei ich das ein bisschen kuscheliger finde, so, weil bei 64 Spielern auf dem Server ist das meiner Meinung nach schon ein bisschen extremst übertrieben. Aber ich denke mal, es ist auch ganz cool. Also ich war ja heute bei dir, Flo, und da habe ich mir das Ganze mal angeguckt, wie es auf dem PC aussieht, damit ich auch mal ein paar andere Ansichten habe. Und das sah schon ziemlich vernünftig aus. Ich bin ja, wie gesagt, ein Consolero durch und durch und überhaupt kein PC-Spieler. Aber selbst ich habe mich ganz gut eingefunden auf dem PC und so weiter. Also hat mir ziemlich gefallen auf dem PC. Aber so viele Unterschiede sind da jetzt gar nicht so festzumachen zwischen PS3 und PC. Aber ich finde, es sind trotzdem Unterschiede von Battlefield Bad Company 2 zu Battlefield 3. Also auf den ersten Blick war das für mich so, Bad Company 2 ist ziemlich ähnlich wie Battlefield 3 oder umgekehrt, Battlefield 3 ist so ähnlich wie Bad Company 2, und damit durcheinander mit den Namen. Aber auf den zweiten Blick hat man dann wirklich die extremsten Unterschiede gesehen. Wenn man jetzt mal Team Deathmatch sich anguckt, was ich einen ziemlich geilen Modus finde, da ich ja von COD so zu Battlefield gewechselt bin, das ist für mich so ein Mischmasch zwischen COD und Battlefield, ist Team Deathmatch. Ja. Weil man sich ja hinlegen kann und so weiter, also es ist so ein schnelles Spiel und
Karten sind relativ klein gemacht und so weiter. Also das ist so ein Mischmasch und das ist eigentlich sozusagen mein Modus, mein persönlicher. Ja, das kann ich schon verstehen, Pascal, aber ich finde, für mich sind diese Modi eigentlich kein Battlefield. Das ist für mich mehr so eine Sache, die sie eingefügt haben für die Konsolenspieler oder für die Call of Duty-Spieler, die jetzt vielleicht sich mal Battlefield anschauen. Aber wir müssen jetzt an diesem Punkt auch schon wieder Schluss machen, denn unser Gameplay ist bald zu Ende. Und ich will mich an dieser Stelle nochmal ganz doll beim Dirty Harry LP bedanken, dass er uns diesen Platz hier zur Verfügung gestellt hat auf seinem Kanal. Und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mal bei uns auf dem Kanal vorbeischauen würdet. Der Link ist in der Beschreibung und wir freuen uns auf euch, würde ich sagen. Natürlich ist auch gar kein Zwang hier. Nur wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal gerne rüberschauen bei uns. Kostet ja auch keinen Cent. Auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank von meiner Seite aus an Dirty. Okay, bis dann, Leute. Ciao.